Hallo liebe Mystery Freaks. Heute habe ich, nach etwas längerer Abwesenheit, endlich wieder das Vergnügen, euch einen mysteriösen Vorfall vorstellen zu dürfen. Es wird um eine UFO-Sichtung und deren Nachwirkungen gehen. Genaueres erfahrt ihr nach unserem Intro. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und Grübeln. Close Encounters of the Fifth Kind, kurz CE5, oder auch Nahbegegnung der fünften Art. Wenn ein derartiges Phänomen auftritt, werden schwerwiegende und nicht selten auch tödliche Verletzungen bei Menschen festgestellt. Diese Nebenwirkungen können nach einer UFO-Sichtung oder einer Entführung durch Humanoide auftreten, wobei hier ganz klar gesagt werden muss, dass nicht immer derartige Verletzungen auftreten müssen. Es gibt auch genug andere Vorfälle, bei denen keine körperlichen Schäden zurückgeblieben sind. Doch kommen wir nun erst einmal zum versprochenen Vorfall. 17. April 1981, Australien. Frank Burke, zur damaligen Zeit 52 Jahre alt, war an diesem Abend mit seinem Auto auf der Straße zwischen Kangaroo Valley und Nowra unterwegs. Ihm fiel bald schon ein Licht hinter ihm auf, welches ihm nur deshalb so ungewöhnlich erschien, weil es verhältnismäßig grell aufleuchtete. Doch Frank tat dies mit dem Gedanken ab, dass der Fahrer hinter ihm wohl versehentlich sein Fernlicht angelassen hatte. Erst nach knapp 3 Kilometern wurde ihm bewusst, dass es sich hierbei um keine natürliche Ursache handeln konnte. Das Licht kam mit einer, für ein Auto unüblich, viel zu hohen Geschwindigkeit schnell näher und wurde dadurch natürlich immer größer und erschien noch greller. Bald schon konnte er ein unbekanntes Flugobjekt hinter seinen Wagen ausmachen, welches kurz über die Straße flog und schließlich von dieser abhob. Es flog nun stetig und mit gleicher Geschwindigkeit über sein Auto. Das Licht, welches immer noch vom UFO abgegeben wurde, ließ auch die nahe Umgebung in einem sehr hellen Licht erstrahlen. Unbehagen stieg in dem Fahrer auf und er hatte außerdem das Gefühl, dass ihm mitsamt seinem Auto eine gewisse Schwerelosigkeit trug. Ja, er dachte bei sich, er würde schweben. Nach einiger Zeit schien es, als würde eine unbändige Hitze in dem Auto vorhanden sein und außerdem erklang ein penetrantes Läuten in seinen Ohren. Sobald die Straße wieder talabwärts führte, Frank hatte jegliches Zeitgefühl verloren und konnte aufgrund dessen nicht mehr wiedergeben, wie viel Zeit bereits vergangen war, kam ihm wieder ein anderes Auto entgegen und damit verschwand auch das UFO. Die Geschwindigkeit, mit der es gen Himmel flog, war dabei unmenschlich schnell. Immer noch perplex und verständlicherweise mit der Situation überfordert, fuhr Frank unbeirrt weiter und bemerkte erst etwas später, dass sich sein Kassettenrekorder, welcher sich die ganze Zeit über auf seinen Beifahrersitz befunden hatte, verflüssigt hatte. Sobald er wieder einigermaßen zu sich kam, bemerkte er außerdem einen Schmerz in seinem Bein. Bei einer anschließenden Begutachtung musste er mit Erstaunen feststellen, dass auf seinem Unterschenkel eine großflächige Verbrennung zum Vorschein kam. Dies war augenscheinlich eine äußerliche Verletzung, welche mit der Sichtung einherging. Auch der defekte Kassettenrekorder zeugte von dem Ausmaß, welches das UFO mit dem Licht angerichtet hatte. Einige Nebenwirkungen, welche meist auf eine hohe radioaktive Strahlung zurückzuführen sind, machen sich erst viel später bemerkbar. Kurz nach einer solchen Strahlenvergiftung sind zwar Übelkeit und Erbrechen eine offensichtliche Folge, doch anschließend tritt eine kurze Pause ein und das Opfer scheint wieder völlig gesund. Erst nach ein paar Tagen macht sich dann das grausame Ausmaß der Zellenzerstörung bemerkbar. Auch in diesem Fall traten einige Tage später derartige Nebenwirkungen auf. Bald schon verfärbten sich die Fingernägel von Frank und fielen ihm einfach ab. Sein Urin verfärbte sich, er wurde sehr empfindlich gegenüber Licht und sein Blutdruck stieg drastisch an. Offensichtlich wurde dies durch starkes Nasenbluten. Langanhaltend litt Frank dann noch unter einer Nervenkrankheit. Diese Nebenwirkungen kommen bei einer Strahlenvergiftung vor. Sobald das Opfer betroffen ist, ist eine völlige Genesung geradezu ausgeschlossen. Nervenkrankheiten, Krebs und ein defektes Immunsystem sind die Folge. So harmlos die Sichtung eines UFOs auch erscheinen mag, so sind die körperlichen Folgen fast immer verheerend. Zumindest wenn man nah genug ans UFO herankommt. Besonders bizarr bei dem eben geschilderten Vorfall ist es, dass Frank nicht einmal eine Wahl gehabt hat. Er wurde quasi auserkoren und beobachtet bzw. untersucht. Alles ohne seine Zustimmung und oder sein Wissen. Eine scheinbar harmlose Sichtung und dann auch noch aus seinem Wagen heraus. Und dennoch war sein Leben anschließend nicht mehr dasselbe, beziehungsweise möchte sagen,
vollkommen zerstört. Ich persönlich finde solche scheinbar harmlosen Ereignisse besonders schockierend, weil es aufzeigen könnte, dass die Humanoiden nicht viel Wert auf ein Menschenleben geben. Es scheint, dass die Wissenschaft eben ihre Opfer fordert. Kollateralschäden sind nicht zu vermeiden. Zugegeben, auch die Menschheit schreckt hier nicht immer vor den Folgen zurück. Es scheint also, als würde die Menschheit selbst da auch nicht allzu viel Rücksicht drauf nehmen. Zu dieser Sichtung gibt es leider keinerlei andere Zeugen als das Opfer selbst. Lediglich die körperlichen Gebrechen und der Kassettenrekorder zeugen von dem unglaublichen Phänomen. Natürlich muss man oder man sollte immer davon ausgehen, wenn es keine eindeutigen Beweise gibt, dass sich der Zeuge die Sichtung auch ausgedacht haben kann. Doch hier wäre die Frage, was hätte er davon? Ich denke nicht, dass eine Versicherung, gerade in Australien, bei solch einem Schaden bezahlt. Auch der Spott wäre ihm sicher. Was also könnte ihn, sollte es eine Lüge sein, dazu getrieben haben, sich etwas derartiges auszudenken? Zumal seine Verletzungen eine eindeutig andere Sprache sprechen. Dies sind alle Informationen, welche uns zu dem Vorfall vorliegen, und damit sind wir leider auch schon am Ende unseres Hörberichtes angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und lasst auch gerne zur Unterstützung ein Like oder Kommentar da. Euer MF-Team.